Kein anderer Star polarisierte in den letzten Wochen so stark wie Taylor Swift. Ihre Fans, die Swifties, bleiben ihr trotz der Konzertabsage in Wien treu. Was ist das Magische an Taylor Swift? Was macht sie so besonders für euch? Also ich finde, Taylor Swift macht sehr besonders ihre lyrische Begabung und ihre Fähigkeit, einfach super komplexe Emotionen in wunderschöne Texte zu verfassen. Und das ist etwas, was ich an ihr wirklich sehr besonders schätze, weil sie einfach schafft, mit ihrer Musik mich irgendwie zu heilen. Das ist das, was ich denke, so im Fandom generell ein Konsens ist. Was aber auch ist, ist natürlich ihre Bindung zu den Fans, dass sie immer schon eigentlich so eine besondere Bindung zu ihren Fans hatte und sich irgendwie um diese Beziehung, um diese parasoziale Beziehung bemüht. Ja. Dass die Wien-Konzerte wegen Terrorgefahr ausfielen, versetzte nicht nur die heimischen Fans in Schock. Auch international war der Aufruhr groß. Ich muss natürlich an erster Stelle sagen, wir sind super dankbar den Behörden, dass es abgesagt worden ist, weil es ist natürlich besser, Konzerten nachzutrauen als Leben. Und wir sind da wirklich sehr dankbar, dass nichts passiert ist und wir alle gesund sind. Auf der anderen Seite ist es natürlich sehr schlimm für uns, weil das ist etwas, worauf viele sich schon Jahre freuen. Sie waren noch nie in Wien und das ist natürlich etwas, auf das man sich vorbereitet hat über ein Jahr. Das ist etwas, was man so kaum erwarten konnte und wo wir so hingefiebert haben und das wurde uns einfach weggenommen und es ist immer noch sehr schwierig. Trotzdem werden die Fans nicht müde, Taylor Swift zu feiern. Zahlreiche Initiativen zeigen, wie loyal die Swift-Gemeinschaft ist. Viele Wiener Unternehmen boten Spezialangebote. Gegen Vorlage der Tickets konnte man etwa einen gratis Burger oder Drink bekommen. Die Wiener Corneliusgasse wurde von den Fans kurzerhand in Cornelia Street umbenannt. Inspiriert wurden sie von dem gleichnamigen Song der US-amerikanischen Pop- und Country-Sängerin. Wir dachten uns irgendwie, die Corneliusgasse ist sozusagen die Cornelia Street in Wien. Und hatten dann die Idee, ein Freundschaftsarmband auf den Baum zu hängen, haben einen TikTok gedreht, alles sehr harmlos, haben nicht wirklich erwartet, was dann drauf kommt. Das ist viral gegangen und dann war das wirklich so ein Schneeballeffekt, dass halt Medien aus der ganzen Welt darüber berichtet haben, dass Leute aus der ganzen Welt hergekommen sind und das auch nachgemacht haben. Wir haben uns dann überlegt, okay, es wäre ein cooles Konzept, hier Armbänder drauf zu hängen, runterzunehmen und naja, der Rest ist Geschichte, was dann draus geworden ist, ja. Mitten in der Cornelia Street steht der nun weltbekannte Freundschaftsbänderbaum. Sogar auf Google Maps ist er vermerkt. Swifties hängen hier ihre selbstgemachten Armbänder auf. Das ist einfach sehr schön, so etwas zu haben, auch wenn man vielleicht Swifties nicht gerade trifft, dass man vorbeikommen kann und diese Bracelets tauschen kann, weil das ist ja auch etwas sehr Besonderes im Taylor Swift Fandom, was wir alle sehr gerne und oft machen. Und ja, deswegen dachten wir uns, es wäre einfach schön, so einen, den Baum hier zu haben als so einen Verbindungspunkt, der uns alle verbindet, egal aus ganzer Welt waren Leute schon hier, also und halt einfach beischauen können sozusagen. Dass Taylor verbindet, zeigen auch die zahlreichen Fanclub-Veranstaltungen der letzten Wochen. Eras Tour Movie Night, Swiftie Partys und ein großes gemeinsames Picknick. Die Swift-Gemeinschaft ist auch weiterhin aktiv. Wir wollen das wirklich weiterhin monatlich machen und wir haben auch immer wieder Treffen, wo wir Karaoke singen zusammen, Friendship Bracelets machen. Also für uns ist das ganz klar nicht nur ein Hype, sondern für uns ist das unsere Realität und etwas, was uns wahnsinnig glücklich macht. Und ja, wir bleiben. Mittlerweile ist das Team von Gründerin Lex auf rund 20 Personen angewachsen. Zusammen sind sie für die Organisation zuständig. Aufhören wollen sie noch lange nicht, denn sie sind gekommen, um zu bleiben.